Hallo und herzlich willkommen zu Metal Slug Super Vehicle 001. Was ist Metal Slug? Metal Slug ist ein 2D-Shoot'em-up von der Firma SNK. Das wurde für Neo Geo Automaten und für die Heimkonsolen produziert, damals vor ewigen Zeiten. Mittlerweile hat es auch Portierungen in Steam, also für PlayStation, Xbox und auf den PC bekommen. Was wir hier aber spielen, ist ein uraltes, emuliertes, wahrscheinlich noch das originale Neo Geo von den Automatenspielen, die früher überall waren, in Bars oder Schwimmbädern etc. Das mit dem KVAX 1.43 Emulator, der ist so alt, dass er schon Generationen überlebt hat, kann man fast sagen. Und wir spielen es auf dem PC und mit Tastatur. Ich rate es jedem, mit Pad zu spielen, aber ich hatte mal keine Lust. Mal sehen, wie es sich auf dem PC verhält. Wir haben uns jetzt 20 Credits gegeben und steigen ein ins Spiel. How to play. Es gibt eigentlich nur drei Tasten und einen Joystick für auf den früheren Konsolen. Das ist ein typisches Zwei-Spieler-Spiel. A, B, C. A, B für Springen, A für Schießen in alle Richtungen und C für die Bomben und der Joystick natürlich, um in alle Richtungen zu lenken. Und es gibt, wie ihr seht, revolutionär auch Vehicles. Deswegen Super Vehicles. Nicht so wie Street Fighter, sondern hier geht es richtig zur Sache mit Panzern und mit noch viel mehr, was ihr dann später sehen werdet, falls ihr es nicht schon wisst. Und dann gehen wir schon ins Spiel. Wie gesagt, eigentlich für zwei Spieler ausgelegt, aber momentan ist niemand da, der Zeit hätte oder Lust hätte. Und da es emuliert ist, hat man leider keine Chance, das über LAN zu spielen, sondern man muss es am PC, am selben PC spielen. Ohne Splitscreen, alles ein Screen, wie am Automaten. Und wir haben endlich ein geiles Maschinengewehr bekommen. Das sieht aus wie, als würden wir im Pazifik kämpfen gegen feindliche Soldaten, wobei die Soldaten aussehen wie GIs. Was natürlich ein bisschen komisch ist. Und die werfen mit Granaten. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ich habe das Spiel gesuchtet wie ein Wilder. Früher natürlich mehr Stunden als 1.6 wahrscheinlich. Denn ich habe nicht nur dieses Spiel, ich habe auch Metal Slug 2, Metal Slug 3 und ich glaube sogar Metal Slug 5. Ich glaube, das müsste das Neueste sein. Und hier rusht man einfach durch. Die Gegnervielfalt ist überschaubar, aber sie ist vorhanden. Und das macht einfach Spaß. Wie gesagt, 2D Shoot'em Up und keine Munition mehr. Nein, ich muss hier rauf. I need Ammo. Ja. Yeah. Und hier ist schon unser erster Panzer, deswegen Super Vehicle. Müssen rein. Wir haben Leben im Panzer. Das sieht man rechts oben. Links oben meine ich natürlich. Für einen anderen Player würde es rechts oben sein. Aber wir haben links oben unsere Lebensanzeige für den Panzer. Das ist diese rote. Und Gas füllt uns auf. Wenn wir kein Leben brauchen, bekommen wir nur Punkte dafür. Punkte ist immer gut. Wenn es blinkt, ist man unsterblich. Und den schon müssen wir natürlich anschießen. Hier noch ein Gas, das wir nicht brauchen. Dann sehen wir darüber sehen wir die Punkteanzahl, die wir erreicht haben. 22.100. Ach, jetzt bin ich gesprungen, statt zu schießen. 25.000, 26.000 und natürlich steigt sie, je mehr wir zerstören. Und darunter haben wir ein Leben und zwei Coins quasi. Also wir können zweimal noch sterben und dann werden wir, brauchen wir einen neuen Coin. Komm schon, gib her. Und links unten, hier seht ihr diese lustigen Robinson Crusoes, die wir hier immer befreien. Das sind Gefangene, schon lange Kriegsgefangene, die wir heroisch retten natürlich. Und am Ende für jedes Levels ist dieser Bosskampf. Und links unten seht ihr dann als Ersatz, damit ihr sehen, wie viel, wie viel wir gerettet haben. Nein, boah, fast. Von diesen Robinson Crusoes sehen wir diese kleinen Männchen. Und jeder von denen gibt uns Punkte und je mehr wir durchbringen, und die bringen wir nur durch, wenn wir nicht sterben, desto besser stehen wir am Ende da. Seht ihr? 2, 3, 4, 5, 6 und für jeden bekommen wir 1000. Das sind 6000 Punkte plus den geilen Panzer sind 10.000 Punkte. Hier seht ihr Private und so weiter, die Ränge plus die Namen, damit es ein bisschen persönlicher wird. Und wir sind schon Level 4. Steht zumindest unten in der Mitte. Credits 19, wir haben uns was gegönnt. Nächste Mission, oh, das sieht mir krass nach einem Ersatz für Nazi-Flaggen aus. Alles immer schön aufschießen. Da kommt meistens Bonuszeug raus. Seht ihr, oben unten, das wurde nicht mit Assassin's Creed erfunden. Die alten Spiele hatten auch einiges drauf. Oh. Ich glaube, wir kämpfen gegen die Nazis. Ein Nahkampfangriff, eine schöne Puppe.
go. Können wir. Ah, was ist springen? Das ist nicht springen. Das ist springen. Wir können auch drüber springen. Ducken. Einer mit Schild. Geil, und ein Flammenwerfer. So muss das. Seht ihr, oben rechts blinkt kategorisch das Pustu-Start. Da muss noch ein Mitspieler mit. Ich werde dann sehen, falls jemand bei mir ist, werden wir das ein bisschen anspielen, die anderen. Keine Ahnung, wen ich überrede. Aber es wird sicher einen geben gegen so ein tolles Spiel. Kann sich niemand wehren. Wenn wir schnell sind, hätten wir ja auch noch alles extra Punkte. Wir bekommen Punkte für fast alles. Das ist das Gute an diesen Score-Games. Für jeden Schuss, den wir treffen, für jeden Feind, den wir töten, für alles, was wir einsammeln, für alle Leute, die wir befreien. Oh, und hier die Boote. In drei Stufen. Zuerst müssen wir sie zerstören, dann sinkt das Boot und dann müssen wir die Pumpe zerstören, und das schaffen wir mit dieser übermächtigen Waffe. Ach ja, hier oben ist noch die Zeit. Natürlich muss alles in einer bestimmten Zeit erledigt werden, ansonsten könnte man sich hier ewig Zeit lassen. Und links von der Zeit steht die Anzahl der Bomben, die wir betätigen können. Oh, das war zu schnell. Und wieder links davon steht Arms. Das zeigt uns an, wie viel Munition wir von der momentanen Waffe haben. Oh, und jetzt haben sie uns erwischt. Und dann starten wir natürlich wieder bei 0 bis auf 10 Bomben. Das heißt, ich muss jetzt aufs Schiff gehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen besser. Pistolenschuss haben wir übrigens unendlich. Und diese Schrotflinte, die zimmert richtig rein. Hat natürlich nicht die Reichweite von den Raketen. Oh, war knapp. Aber da hilft auch kein Schild. Deine Schrotflinte gegen diesen Panzer ist mega genial. Ja, seht, rushe ziemlich durch. Oh, das war ein Fehler. Ich hätte die Schrotflinte behalten sollen. Die macht nämlich ziemlich viel Schaden und ich hatte noch genug Munition. Aber ihr seht, ich rushe ziemlich durch. Ich kenne das Spiel nicht mehr in- und auswendig so wie früher, aber doch. Und jetzt schaffe ich es noch. Dann bekomme ich ein Schweinchen. Gib mir das Schweinchen. Nein. Das habe ich nicht geschafft. Oh, und Munition ausgegangen. Und da kommt schon wieder der Panzer. Das ist der Vorteil der Super Vehicle Edition. Ah, oh, nur Coins. Komm schon. Flugzeuge sind lästig. Es war sehr knapp, gerade noch unter die Bombe durchgerückt. Das ist meiner Meinung nach eines der besten Shoot'em-Ups. 2D-Shoot'em-Ups. Erstens ist es richtig alt und es macht einfach Spaß und die Musik ist Hammer. Bum, 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 bum. Und wir sind erst einmal gestorben, immer noch beim ersten Coin. Das heißt, früher, ich weiß nicht, wie viel das war, früher. Je nachdem, wo man gelebt hat, war das halbe Mark, eine Mark, was man da raushauen musste für ein Spiel. Wahrscheinlich nur. Ja, geschafft. Gedodged. Oh, was ist denn da los? Das gab es auch in Italien immer im Urlaub und jetzt muss ich raus. Da waren es, boah, keine Ahnung. Das ist 500 Lire, das ist über schon 10 Jahre her. Mehr als 10 Jahre, 14 Jahre. Heilige Scheiße. Ja, seit 2019 haben wir den Euro. Ob das gut ist oder schlecht, wer weiß. Das soll hier kein Thema sein. Ah, oh, und die haben uns Schutz gegeben und jetzt sind wir dort. Jetzt müssen wir bald wieder einen neuen Coin einwerfen. Das ist schlecht, wenn einem hier die Waffen ausgehen. Gut, und wir haben es beendet. Den ersten oder den zweiten Widersacher der Wehrmacht, keine Ahnung was es ist, der bösen Macht hier, haben wir besiegt. Wir sind gut im Rennen.